Kenji? Ich bin doch Kind. Ach, Miss B. Gott sei Dank. Das wird schon so. Hallo, liebe Zuschauer. Hier ist wieder Miss B und die Frau Jutta Decker-Schütz. Tag, ne? Tag. Hi. Es geht gleich los. Wir kochen heute Hühnerfrikassee. Ja. Gibt es ja 5000 verschiedene Rezepte. Mhm. Wir machen es nach Art. Lilo. Nach Lilo? Lilo-Art. Nach Lilo-Art? Ja. Ach Gott, das ist ja auch rüber, ne? So, wir brauchen, geht's gleich los, da haben wir hier ein Fönchen, aus was ist das? Das ist jetzt der Fond, Gemüsefond, den wir hatten. Gemüsefond, genau. Und der Brühe von dem, ah, so von der Hühnchenbrust, ne? Oh. Mhm. Und dann hier die Champignons, ne? Ja. Auch immer. Dann Reis. Dann Zwiebel, Zitrone, Kapern, Curry, Paprika, Salz, bisschen Butter. Und, genau, ein Ei. Und, so viel heute, ne? Wow. Pflanzensahne, könnte man dazu sagen. Man kann natürlich echte Sahne nehmen, aber wir wollen ja auf die Figur achten. Es gelingt uns leider nicht, aber wir können ja, haben ein paar Prozent Fett gespart. Wir haben halt schwere Knochen. Die nach außen kommen. Ne? Ja. So, und los geht's. Ich würde sagen, als erstes Reiswasser, oder? Als erstes, ich weiß ja noch, was wieder fehlt, Kinder. Oh, nee. Guck mal hier. Komm her, dann mach ich schon mal zumindest mal hier. Oh. Du bist viel zu nervös. Heat, heat, heat. So. Du bist halt doch eine echte Frau. Ja. Hm. So, jetzt sind wir gewaffnet. 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 Bewaffnet oder gewappnet? Wir sind gewaffnet, das ist das Mittelding. Gewaffnet. Genau. So, jetzt tun wir was. Jetzt tun wir was. Butter da reinmachen, komm. Butter da rein. Komm mal Butter viel, rein. Viel. Ja, na, bab. So? Nee, weniger. So. Das muss ja prozentual, weißt du, was wir vergessen haben? Das Mehl haben wir vergessen. Irgendwann muss ja unsere Soße binden. Irgendwas vergessen wir doch immer, ne? Ich hier die Hausfrau oder was? Also Butterhammer können wir wieder abhaken. Jetzt kannst du wieder mit dem Schredder arbeiten. Jetzt unser Lieblingsschredder. Ja, und die Zwiebel. Zwiebelchen kann man komplett in so ein schönes Teil hier reinmachen. Kenn ich ja jetzt nicht, gell? Ist nicht gut für die Hände. Ja. Aber gut für die Brustmuskulatur. So ist es. Gut geht. Stundenlang diskutiert, wenn man es anders gemacht hat. Ich glaube, sie flüchtet. Da musst du jetzt durch, du hast es so gewollt. Eigentlich müsste man jetzt noch die Champignons schneiden. Sonst kommen wir in arge Bedrängnis. Ich habe keine Brustvergrößerung, sondern ich mache das halt immer so. Okay. Gut. Ja, ganz toll. Okay, Jutta, du hast recht. Ich wollte mir wieder Arbeit sparen. Ich habe gehört. Du weißt, du bist halt eben eine faule, schlampige Hausfrau. Das trifft mich jetzt gar nicht so. Das trifft mich jetzt überhaupt nicht, weil ich bin keine Hausfrau. Falls du die andere Zwiebel suchst, die liegt gerade unter der Theke. Was? Ja. Ach, da stürzt der Mann. Wenn ich jetzt weinen muss. Wenn ich jetzt weinen. Die muss rein. Ehrlich, schon sauber gemacht. Natürlich. Oh mein Gott. Nur kein kleines Schwein. So. Wenn ich jetzt weinen muss, mein Backup verläuft. Bring ich dich um. Und machst die Kochshow alleine. Oh. Tja, man kann nicht alles machen. So, oh Gott, du das Ding da. So, meine Süße, jetzt stell dich doch nicht so an. Mein Gott, ich bin geschminkt, ich kann doch nicht weinen. Warum aber heute wieder kein Equipment? Nein, haben wir wieder nichts. Nee. Oh. Hast du immer noch kein Hiwi gefunden für uns? Oh, Mann. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Und die Champignons tue ich. Schön in Streifen schneiden. In Streifen? Ja, vielleicht mit Streifen. In Scheiben. Soll ich in die gleich Scheiben da reinwerfen? Ach, das sind wir aber auch so. Ja, komm, hau rein. Die Lebensmittel kommen immer wieder zurück. Bist du mal in einem heißen Topf freiwillig? Och, wenn ich dadurch Fett verlieren würde, könnte ich mir das noch anhalten.
Die Champignons schält man natürlich nicht, ne? Nee, das sind Kulturchampignons. Wie? Kulturchampignons. Das heißt, die haben wahrscheinlich nie Erde gesehen, sondern nur so einen Nährschwamm, auf dem sie dann im Keller oder in großen Hallen dunkel gelagert werden. Also bei uns haben sogar die Champignons Kultur. Genau. Und deswegen muss man sie nur gründlich waschen. Also waschen sollte man sie schon. Ja. Und dann kann man sie klein schneiden. Man kann auch braune Champignons nehmen. Man kann auch gefrorene Champignons nehmen. Man kann auch Champignons aus der Dose nehmen. Aber mein Rezept ist halt mit frischen Champignons. Gut, vor allen Dingen aus der Dose ist ja sehr anstrengend, finde ich. Ne? Weil bis ich die Dose aufhabe, habe ich die auch hier fertig. Und frische Champignons schmecken einfach wirklich besser. Ja. Sogar roh im Salat, einfach super lecker. Mhm. Na? Ja. Mal gucken. So, was muss jetzt noch? So, guck, jetzt schaue ich dann rein. Ja. Und denke mir, ein bisschen Butter könnte ich noch rein. Ja. Du hast ja wieder weggeräumt. Ja, ich bin halt schnell. So, bitteschön, junge Frau. Jetzt, so. Ich weiß gar nicht, in welches Gefäß ich noch was drin darf. Hau rein, meine Liebe, hau rein. So. Denk an deinen Fingernägel, ne? Du denkst da dran, da muss ich schon nicht dran denken. Das ist ja meine Logik. Ja, ist. Meine Mutter sagt immer zu mir, willst du nicht mal an deine Figur denken? Dann sage ich immer, du denkst doch schon dran. Wofür soll ich schon dran denken? Ja. So, bitteschön, meine Liebe. Dann soll das auch gehen. Auch wieder erledigt. Dankeschön. So. Jetzt schwitzen wir das erstmal schön an. Und jetzt Zitrone brauchen wir, das kann ich ja auch schon machen. Siehst du. Und schon geht es fast wie von selbst. Ja. Jetzt schon lecker aus, aber ich liebe frische. Wie viel brauchst du? Eine ganze Zitrone? Eine ganze Zitrone. Der Saft einer ganzen Zitrone. Den hätte ich ganz gerne. Und das geht ja eigentlich auch schon wieder ratzefatze, oder? Ja. Das geht auch wieder schnell. Das ist wahr. Ich scheine auch immer Rezepte zu bevorzugen. Ja gut, wir wollen ja auch zeigen, dass man frisch und schnell kochen kann, auch mal für mittags. Weil bis man, wie gesagt, Dose Pizza warm hat, die Bude stinkt die Hölle. So, aber das mache ich jetzt nicht, ne? Da. Das Reiswasser kocht. Ja. Weil ich finde ja nichts ekliger wie Kochbeutelreis. Es gibt losen Reis, den kannst du genauso gut machen. Ja. Hätte ich jetzt auch euch mal gerne gezeigt, aber der... Unser Einkäufer, ne? Soll ich schon oder nicht? Nein. Oh. Damit löschen wir ab. Wieso brennt das gleich? Fachfrau für Brüste. Und da mache ich jetzt was. Würfelchen. Kinder, das sieht ja aus. Guckt euch mal an. Ich komme ja vor wie in der Gynäkologie. Voll Teufel. Du hast es gesagt. Ja. So, guck, und jetzt kommt Mehl dabei. Das macht man jetzt auch so. Ein einfach so? Ja. Einfach so. Und es gibt keine Klümpchen. Nein, es gibt doch keine Klümpchen. So, jetzt machen wir noch ein bisschen. Zeiget euch, also ihr seht es ja jetzt in der Kamera so, das soll schon nichts Flüssiges mehr sein. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Matschepampe. Ja? Ach, was mir noch einfällt, und die jetzt? Hühnerbrust haben wir ja gekocht. Die haben wir vorher gekocht, da haben wir ja gekochte Hühnerbrust. Ja, eine gekochte, also nicht gebraten. Ja. Mache ich mal erstmal ab, das tun wir schon. Ah, hörst du schon? Das nennt man jetzt ablöschen. So. Und hiermit. Guck mal so hier, ne? So, ne? Ja, wunderbar. Man will ja auch was zu beißen haben. Genau, es sollen so hübsche, essbereite Würfel sein. So, das hier ist schon mal... Wieso kommt das daher, dass Hühnerfrikassee so viel Arbeit ist? Oder? Nö, finde ich auch nicht. Ich weiß nicht, wer das in die Welt geschafft hat, das Gerücht. Einer von euch da draußen? Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Also, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. So, jetzt sieht blubbert's, ne? Jetzt machen wir die Hitze noch ein bisschen runter. Oh, und dann
fangen wir damit an. So. Und machen wir das ganze Fläschchen ganz hemmungslos rein. Kann man ja, weil, ne? Ja, weil. Man kann auch genauso hemmungslos Sahne reinmachen, ne? Ja, aber da kommt das raus, was Sie hier sehen. Ja, und? Ich habe dir schon mal gesagt, das ist alles erotische Nutzfläche. Alles. Oh mein Gott. Kinder, ne, weghören. So, und das machen wir auch rein, oder? Nee, noch nicht. Noch nicht. Wir spielen ja noch bei der Soße am Machen. So, jetzt darfst du... Ich hab gerade zu tun. Na, komm mal. Ein bisschen wegräumen. Ja. Wenn es jetzt blubbert, guck ich mal. Siehst du? Also das sind keine Klümpchen, das sind die Zwiebelstückchen. Ja, ja, klar. Gut. Hab schon gedacht, krieg ich jetzt wieder gemeckert. Ich weiß doch gar nicht, wie Klümpchen aussehen. Klümpchen. Oh, in der Zeit überschwemmt unser Topf. Okay. Ja, ich dachte, ich kümmere mich mal drum. Ne? Perfekt. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt sollten wir vielleicht etwas höher schalten, sonst kocht es dann nie. Und da ist es schon. Da ist es schon. Jetzt blubbert es. So. Geht hier Schlag auf Schlag. Jetzt darfst du würzen. Das heißt, du nimmst jetzt Salz natürlich. Ja. Guck, und jetzt blubbert das so. Siehst du ja so. Ja, ja, ja. Und dann machen wir noch ein bisschen Flüssigkeit dazu. Also schon eine gut, ja. Gute Portion, ne? Ja. So. Oh, das ein bisschen mehr hätte ich. Ach so, ja. Ja. Ungefähr so. Komm noch ein bisschen. Komm, sei nicht so geizig. So, ja. Da fliegt mir das Armband fort, so eifrig bin ich halt. Kinder, ne? Unglaublich, ja, wir können alles reinmachen. Also, ich spiele alles. Achso. Alles von der Brühe. So. Paprika auch ein guter Schwung. Paprika, ja. Ja, gut, gut, gut. Paprika nicht so viel. Dann Curry. Curry, gell? Curry in. Naja, gut. Curry. Ich bin gespannt, was rauskommt. Noch mehr, oder? Ja. Ein bisschen, ja. Das ist jetzt ein Curry, das leicht grünlich ist. Ja. Also normalerweise nehme ich das gelbe Curry. Ja, aber das auch schön. Es kommt, also weil du, ich gucke jetzt die Farbe an. Und dann kannst du ruhig noch ein bisschen reinmachen. Also es sollte schon, ja, gelb werden, ne? Mhm. Ich glaube, fehlt jetzt noch der Pfeffer. Ah, Pfeffer. Ja. Also die Farbe sollte schon... Ja, ja, ja. Ich sehe gerade hier mal Paprikaklümpchen drin. Mhm. Ja, da siehst du? Paprikaklümpchen. Da. Haben wir einen Schneebesen? Moment. Dann hau ich die gerade mal weg. Pause weg. So, bitteschön. Paprikaklümpchen wollen geht wir gar ja nicht. Gut. Kapern, wie viel? Ein Gläschen. Aber die Brühe raus. Das ganze Gläschen vertrau mir. Die sind doch so klipperig. Das ist egal, die Scheißerchen müssen rein. So. Rein. Wenn ich da drauf beiße, krieg ich einen Schreikrampf. Dann machst du das halt nicht. Ja, so ist wieder alles so ein Stück Schlucke. Ist hier noch was drin? Ja, nee, okay. Leer ist leer. Okay. Ah, siehst du, und jetzt ist die Konsistenz von der Soße ist jetzt perfekt. So, wie ich sie mag. Perfekt, meine Liebe. Und jetzt kannst du die Hühnerbrust dazugeben. So, das war jetzt Hühnerfrikassee. Das ist jetzt Hühnerfrikassee. Tja, und dann erzählen die Leute mal, das ist immer so ein Arvid. Ja, viele machen das ja auch aus dem Huhn. Also einen ganzen Huhn, ja. Ja, dann kocht man das vorher. Dann kocht man das vorher. Aber da ist natürlich wieder angenehm. Aber das hier ist halt Lilos Rezept. Ja. Lilos Rezept war immer mit der Hühnerbrust. Wer ist denn Lilo? Meine Schwiegermama. Ah, so, da wissen wir auch, ne? Da kriegen wir wieder Zuschriften, wer ist Lilo? Ja. War die Schwiegermama. Ne? War die Schwiegermama. Und deswegen kochen wir das jetzt hier. Das ist ja ganz toll. So, dann wische ich hier schon mal ein bisschen rum. Kann man mir ja wieder bis ins Büro gucken, ne? Immer dasselbe. So, was machen wir denn? Da ist noch ein Ei übrig, Jungfrau. Ja, da ist noch ein Ei übrig. Und das heißt, wir haben ein Kannst Ei übrig. Kannst du dir vorstellen? So ein bisschen so. Ja, kann ja nur da reinkommen. Das genau. Haben wir ja nichts, ne? Sehr gut.
logisches Denken funktioniert. Ja, und dazu ist dann eigentlich ja ein Ei, damit das sämiger wird. Aber das ist schon lecker sein. Ja, aber es ist für den Geschmack wichtig. Okay. Weil wir nämlich nicht das ganze Ei reinmachen, sondern nur das Eigelb. Gibst du mal das Schüsselchen, so ein kleines? Ein kleines Schüsselchen. Dann nehmen wir einfach hier so was Gebrauchtes. Genau. Ich kann es leider nicht abwarten. Und? Fehlt noch was? Ja. Gut. Dem einfach. Gesicht nach. Schmeckt das ja schon mal ganz gut. Ne? Das hat wirklich so ein süß, sauer, zitronisch, kann man gar nicht so. Ja, genau. Also die Zitrone ist auch wichtig. Sollte keiner weglassen, nur weil er die Zitrone nicht mag. Ja gut, wenn er es nicht mag, mag er so. Das ist egal, er muss auch durch. Aber wie du mit den Kapern. Ja, ja, genau. Ne? Und die Pilze schmeckt man schon so allein der Soße. Also ja, total lecker. Also jetzt kann man sie noch ein bisschen länger drin lassen, wenn man die Pilze noch ein bisschen weicher haben will. Ja. Aber ich bin kein Verkocher. Ja. Du ja auch nicht. Deswegen machen wir aus. Ja. Geht's aus? So? So, ja. Und dann erst das Ei rein, ne? Das darf nämlich nicht mehr mitkochen. Ah, okay. So. Dann tun wir nochmal einmal. Einmal zerstoßen. Und einmal ganz verteilen. Super. Und das war es schon. Jetzt kann er ziehen. Ja. Jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Jetzt probierst du nochmal und sagst, ob es anders schmeckt. Du hast es ja jetzt Gott sei Dank vorher probiert. Okay. Hol mal noch ein Löffelchen und sag mir, ob das einen Unterschied macht. Weil das habe ich noch nie, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Steht das im Drehbuch oder muss ich ehrlich sein? Du musst ehrlich sein, natürlich. Okay. Da war eine Kaper drauf. Ich liebe Kapern. Tut es sich nicht viel? Ist es etwas anders? Das ist jetzt milder. Vorher hast du alles einzeln, die Komponenten mehr stärker. Aha. Und jetzt ist das irgendwie so eins. Ne? Das ist eine Komposition. Ist ja unglaublich, was wir mir im Kochpot haben. Ja. Ich höre nichts. Ja, es gibt doch leise Komposition. Nee, lecker. Doch, toll, ja, absolut gut. Super. Jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis der Reis fertig ist. Ja, dein Beutelreis. Mein Beutelreis, tu dann doch mal ein bisschen platt, mal der arme Beutel. Fürchterlich. So. Kinas. So. Ich würde sagen, wir loser sind... Loser Reis, Basmati-Reis. Wunderbar. Ja, kann man ja. Ne? Besser wie Plastikreis. Plastikreis. Das ist... Ich darf ja nicht sagen. In der letzten Sendung durfte ich schon kein Püree essen. Ja. Und jetzt kriege ich Plastikreis. Aber dieser Mann kommt ja von... dieser Reis kommt von einem schwarzen Mann. Da weiß vielleicht jeder, was ich meine. Ja. Wir sind gleich wieder zurück. Wir müssen das hier jetzt ausdiskutieren. Okay, gut. Dann machen wir dann ohne, genau, ohne Zuschauer. Genau. Gell? Okay. Ja, also, gut. Bis gleich, bis der Reis gut ist. Tschö. So, und da sind wir schon wieder zurück. Der Reis ist gut. Oder gar, oder was auch immer. Jetzt tue ich den mal hier rausfuddeln. Gell? Das geschieht ja recht. Ja, ja. Das geschieht ja recht. Jetzt tut schon gar nicht mehr weh. Du kannst uns ja schon mal, ne? Ja, ja. Beginne. So. Ich mach das ja immer noch mal, wenn man das hier oben macht. Ich bin halt keine Hausfrau. Aber ich koche immer mehr vor Wut eigentlich, ne? Wie vom Essen. So, den Schlüssel schon. So. Brauchst du auch noch ein Löffelchen? Ein Löffelchen. Genau. Ich kann sehen, vielleicht bin ich das größer. Gucken, ob ich in unserem Fundus hier. Das war natürlich gar nicht wissen, was das ist. Also, wenn du dich rumdrehst, da ist ein Löffel drin. Wenn ich mich umdrehe. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Ich gehe mal gerade noch in den Keller. Ich komme sofort. Ja, genau. Bleib nicht so lang ohne. Es ist fertig. Bin schon wieder da.
Wir haben ja einen kleinen Keller, ne? Ja, und das sieht doch aus, also meine Damen und Herren, das ist doch der Hammer, oder? Genau. So, da könnte man ja sogar noch einen Salat dazu essen, ja. Oder? Gell? Ja, ja, stimmt, schöner grüner Salat. Fein, fein. So, also so sieht es dann aus. Ist ja schon lecker, ne? Mhm. So, jetzt bin ich gespannt. Curry und so, aber es schmeckt alles und Hammer. Genau so muss es sein. Mm. Wunderbar. Ja, Jutta, gibt es noch was zu sagen? Ja. Von meiner Seite aus nicht. Hast du noch was? Dann? Wenn Sie Fragen haben oder Vorschläge oder was auch immer, ja. bmb@bmbforum.de sehen Sie eingeblendet. Ja, oder auf morbach.tv können Sie auch die Rezepte nachlesen. Mhm. Oder auch die anderen Sendungen einfach nochmal anschauen. Ja? Auf jeden Fall. Also bis dahin. Ne? Lecker essen. Ja. Schalemsche. Tschüss.